Grandioser Pokalabend, 5:0 Sieg gegen FSV Frankfurt. Für mich völlig überfordert die Truppe. Ja, wie fühlt man sich dabei? Ja, unfassbar. Also wir wissen ja, was wir für eine Qualität haben, aber dass das so läuft, damit hat glaube ich keiner gerechnet. Aber das ist halt Fußball. Wir spielen einfach überragend und lassen gar nichts hinten zu und dann kommen solche Ergebnisse zustande. Ja, du sagst gerade unfassbar. Ihr konntet ja schon in der ersten Halbzeit noch zwei, drei Dinger nachlegen. Sieht von außen super toll aus. Nur eine Sache des Selbstvertrauens oder einfach auch jetzt, es läuft? Ja, Selbstvertrauen und einfach Qualität, würde ich sagen. Qualität und ja, wie gesagt, zur Halbzeit können wir vielleicht sogar 4:0 führen, aber wenn wir dann so ein Umschaltspiel haben mit so einem Tempo nach vorne, unsere Offensivspieler, dann gegen jede Mannschaft, dritte oder vierte Liga, ist egal, kommen wir auch zu unseren Chancen und Toren. Wir müssen halt aufpassen, dass wir halt jetzt nicht zu doll abheben, aber man fühlt sich schon gut, wenn man gegen Drittligisten 5:0 gewinnt. Optimal. Jetzt habt ihr hinten wirklich zwei Sachen zugelassen. In der zweiten Halbzeit war mal, da war noch Stand 2:0. Ein Ding, wo der Freddy das Ding über die Linie rutschen lässt. Macht man sich da Gedanken, das kann er mal kippen oder wart ihr euch so sicher, dass heute wirklich überhaupt nichts anbrennt? Ich denke nicht, dass wir uns da Gedanken machen, dass es halt sich noch ändert. Aber wir haben halt wirklich heute super gespielt. Wir hatten halt wirklich auch noch in der ersten Halbzeit zwei Chancen, die wir auch noch machen mussten. Ja, ja. 1 gegen 1 gegen Torwart draufgelaufen und ja,
wir waren heute so gut drauf, dass heute hatte ich keine Gedanken, dass da noch was passiert. Okay, ja, jetzt kommt der nächste Drittligist mit Wien Wiesbaden, zwar erst im nächsten Jahr, aber jetzt will man auch das Finale erreichen, oder? Ja, logisch. Wenn man, ja, wenn man gegen FSV Frankfurt 5-0 gewinnt, Wien Wiesbaden, ähnlicher Gegner, denke ich, zu Hause sind wir halt eine Macht und da werden wir weiter alles geben. Wenn man morgens früh aufsteht, man hat so ein Spiel vor der Brust, da erhofft man sich, oder? Ja, wir hoffen uns erstmal, dass wir weiterkommen. Irgendwie, das ist das, was zählt im Pokal. Und ich habe es gerade schon gesagt, wir haben, glaube ich, das beste Spiel abgeliefert. Vielleicht das beste Spiel, was der TSV Steinbach jemals gemacht hat. Aber wir müssen jetzt auch wieder runterfahren, nach einer kleinen Party vielleicht. Weil wir sind jetzt nur weitergekommen. Ne? Und ob wir jetzt 5-0 oder 1-0 oder 2-1 gewonnen haben, ist in dem Sinne scheißegal. Ja, aber jetzt wollen wir tiefstapeln. Die spielerisch wirklich eine super Leistung. Ihr steht hinten total kompakt. Ja, da muss man mal feiern. Ja, ich glaube, Roland hat immer spontane Ideen und gleich wird wahrscheinlich wieder eine seiner Ideen kommen und dann müssen wir mal gucken, wo uns das hier hin verschlägt. Ja. Im Dorf hier, Traube oder was, ist der Roland mal öfter. Mal schauen, wo wir jetzt hingehen. Auf jeden Fall, keine Frage. Es war, glaube ich, ein überragendes Spiel. 5-0 gegen Drittligisten muss man erstmal gewinnen. Das ist natürlich Pokalcharakter. Nach einem 3-4-0 schalten die auch ab dann. Wir haben Bock auf mehr gehabt. Ja, super geil. Also wie gesagt, überragend. Unglaubliches 5-0 gegen FSV Frankfurt. Hand aufs Herz, von so einem Ergebnis träumt man doch gerne nachts, oder? Ja, unwirklich. Ja, ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, gegen Drittligisten zum einen so ein Spiel zu machen und dann so ein Ergebnis zu erzielen. Frankfurt hat im Vergleich zum letzten Spiel auf 6 Positionen gewechselt. War das aus Ihrer Sicht nur eine B11 und hat sich das heute gerecht? Nein, wenn man die Namen sieht, glaube ich nicht, dass es eine B11 war. In Schachten hat lange Jahre zweite Liga gespielt, Bahn hat dritte Liga gespielt, hat zweite Liga gespielt. Also es sind Spieler gewesen, die letztlich auch viel Profi-Erfahrung haben. Und ich glaube auch in Phasen hat man auch so ein bisschen die individuelle Qualität dieser Spieler gesehen. Aber Fakt ist eins, dass sie sicherlich nicht so als Mannschaft funktioniert haben wie wir. Und deswegen haben wir auch zu Recht in der Höhe gewonnen. Wir kennen Sie ja durchaus als kritischen Trainer, der auch bei hohen Siegen mal gerne einen kritischen Ton anschlägt. Was aus meiner Sicht gut funktioniert, das Umschaltspiel sehr gut, Chancenverwertung auch heute durchaus sehr ordentlich. Wo sehen Sie denn vielleicht trotzdem noch Potenzial nach oben? Nein, also heute wollen wir mal sachlich bleiben und die Mannschaft, denke ich mal, hat heute einen super Job gemacht, einen herausragenden Job und ja, gleichzeitig darf man sich jetzt freuen auf ein Halbfinale. Ich glaube, wichtig war eben auch die Art und Weise. Ne? Ich glaube, dass das auch für die Liga und dann eben für auch die Spiele im Pokalwettbewerb weiteren Schub gibt, weiteres Vertrauen gibt. Wir haben die Möglichkeit genutzt, frühzeitig dann auch zu wechseln, haben im Ligabetrieb die ein oder anderen Sperren, die wir verkraften müssen, wo wir Spieler einsetzen konnten. Von dem her alles sehr, sehr rund heute und ja, wir haben jetzt am Wochenende spielfrei. Sicherlich ein Aspekt, der uns auch gut tut, bis zur nächsten Ligapartie jetzt 1,5 Wochen zu haben, um auch kleine Blessuren so ein bisschen ausheilen lassen zu können und die Spieler dann wirklich topfit gegen Trier ins Rennen zu schicken. Ja, Stichwort kleine Blessuren. Sage es Adamyan, die Auswechslung war sicherlich nur eine Vorsichtsmaßnahme, ne? War eine Vorsichtsmaßnahme, wobei er schon in der ersten Halbzeit angedeutet hatte, dass er ein bisschen Probleme hat. Ich glaube aber, dass es nichts Strukturelles, was die Muskulatur angeht, war, sondern nur ein leichter Schlag. Haben wir in der Halbzeit ein bisschen behandelt, wollte dann unbedingt weiterspielen, zu Recht, weil er auch noch ein Tor gemacht hat, ne? Und deswegen haben wir ihn dann auch spielen lassen. Gleichzeitig auch der Wechsel, den wir dann getätigt haben mit Dino Bisanovic, war ein Wechsel, der nicht nötig war und trotzdem im Rahmen dessen, was eben an Spielpraxis notwendig ist, für die Spieler auch wichtig ist. Ja, letzte Frage, der Laufaufwand war heute sehr hoch, muss da logischerweise auch sein. Ihre Spieler haben gerade draußen anklingen lassen, Sie würden heute gerne ein bisschen feiern. Sind Sie da ähnlich gut aufgelegt wie auf dem Platz? Ja, ich glaube, heute drücke ich mal nicht nur ein Auge, sondern beide Augen zu und gleichzeitig haben wir morgen Training. Also das bleibt auch so stehen und morgen ist dann ein Pflegetag. Haben wir Freitag nochmal Training und haben Freitagabend hier noch einen Sponsorentermin und dann machen wir das Wochenende frei und starten quasi mit Montagnachmittag in die neue Woche. Aber klar, heute Abend, denke ich mal, sollten wir auch das ein oder andere Bier vielleicht trinken. Besser wie heute Abend oder wie es in der Liga läuft, kann man sich eigentlich nicht vorstellen.
Und heute war natürlich ein tolles Spiel. Machst am Anfang natürlich aus zwei Chancen zwei Tore. Und das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und ja, machst so ein bisschen auch die Moral des Gegners kaputt. Ja, und ziehst das Spiel am Ende mit 5-0 durch und hattest ja auch noch Chancen, vielleicht noch ein, zwei noch dazu zu machen. Ja, es ist einfach ganz toll, jetzt so die Entwicklung, auch mit den neuen Jungs, die im Sommer gekommen sind. Der Nico Herzig und ja, das sind halt Typen, die wunderbar zum TSV passen. Der Trainer, das Trainerteam tut natürlich auch alles dazu, um so diesen Teamgeist zu fördern. Und fußballtechnisch hat die Mannschaft natürlich viel Potenzial. Und naja, wo geht's noch hin? Das ist die Frage. Aber ich glaube, die Mannschaft, da ist noch immer Luft nach oben. Und na gut, wir sind jetzt ein, zwei Pünktchen hinter dem Relegationsplatz. Und ich glaube, alle sind jetzt hoch motiviert, das so lange aufrecht zu erhalten. Und vielleicht am Ende der Runde. Wir haben ja das vorletzte Spiel gegen Saarbrücken. Das könnte ja, wenn es alles gut läuft, könnte ja so ein Schlüsselspiel werden. Und das wäre natürlich toll für den Verein, für die Spieler. Und ich glaube, im Moment hat die Mannschaft sich das auch absolut verdient.